Fahne spürt. Dabei stramm steht. Du, woran glaubt der, der nicht anlegt, der als Fahne vor sich her einen Spaten trägt. Woran glaubt der in Kahn geht und den Hintern quer zu der Fahne dreht und den Hintern quer der Fahne dreht. Dankeschön. Zu dem folgenden Lied, was ich jetzt singen werde, möchte ich ein Konzert erwähnen, das in der DDR in Ost-Berlin am 3. März 1975 stattgefunden hat. Und zwar haben da Beatgruppen gespielt, die Rempf-Kombo und die Hansi-Bibel-Blues-Band im Metropoltheater. Dieses Konzert ist eine Zäsur gewesen. Nach diesem Konzert wurde der Rempf-Kombo das Auftreten mit mir verboten. Ich wurde konsequent bis jetzt verboten. Oder bis zur Knastzeit. Und einige Leute wurden, wie ich gehört habe, nach diesem Konzert auch verhaftet. Aus dem Publikum, Leute. Ich habe darauf ein kurzes Gedicht geschrieben, das ich euch jetzt schnell zu Gehör bringe und dann das Lied spiele, das eines dieser spektakulären Sachen war, bevor die Hüter der Ordnung, in dem Fall war es die Stadtsicherheit, ziemlich Respekt hatten. Sie haben sich, glaube ich, nicht getraut bei diesem Konzert, obwohl sie mit mir deswegen sprechen wollten. Es waren nur 8, 9 Leute, mich mitzunehmen und zu verhaften. Aus Angst vor der Solidarität der jungen Leute. Jetzt kurz das Gedicht.